Bringt uns zum Abschluss zur Vorarlberger Situation. Da zeigen ja die Zahlen seit Tagen erfreulicherweise nach unten, wenn es um die Neuinfektionen geht. Man sieht das auch im Vergleich mit den umliegenden Grenzregionen. Jeder hat seinen Buckel. Es geht deutlich nach unten. Die Inzidenz, die gute alte, liegt in Vorarlberg wieder bei 94 zuletzt, also auch unter 100. Und es sind nur 15 Spitalsbetten belegt und nur 2 intensiv, also fernab davon von Bereichen, die man nicht bewältigen könnte. Tendenz derzeit nach unten. Heute kommt aber die Nachricht, die Messe cancelt eine weitere Veranstaltung. Es bleibt diese Unsicherheit bezüglich einer künftigen 2G-Regel. Wo stehen wir jetzt am Beginn des Oktober 2021? Was die Gesamtentwicklung angeht, könnte man den Eindruck haben, es geht nach unten. Wir haben im Vergleich der Bundesländer fast die geringste Rate an Positiven, also die Positivitätsrate. Das ist für mich ein wichtiges Merkmal, dass die Tendenz nach unten geht. Intensivbetten sind erwähnt worden, Normalbetten sind erwähnt worden. Die berühmte 7-Tage-Inzidenz kommt jetzt noch dazu, unter 100. Ich habe es in dem Nachbarkanton St. Gallen ganz gut beobachtet, gestiegen bis auf 250. Relative Anspannung bei der Intensivstation, dann doch ein deutliches Absenken. Das würde dafür sprechen, dass eine gewisse Durchseuchung auch stattgefunden hat mit der Delta-Variante bei den Ungeimpften. Schauen wir auf die Intensivstation der letzten Wochen. Da waren immer mehr als 80-90% Ungeimpfte, die davon betroffen waren, auch auf der Normalstation. Das heißt, diese Entwicklung haben wir jedenfalls. Wer sich nicht impfen lässt, hat ein Risiko, krank zu werden, hat ein Risiko, auch spitalspflichtig zu werden. Die Problematik bleibt. Ich traue mich immer noch nicht zu sagen, wir sind durch, weil ich es schon so oft gemeint habe und immer wieder festgestellt habe, Entwicklungen gehen oft in die andere Richtung. Wir haben keine Anteile mehr bei den Reiserückkehrern, ist heute auf 0% gesunken. Es gibt ganz wenige positive bei den Schülern, eigentlich eine ganz tolle Nachricht. Ich glaube, 4 oder 5 Klassen sind im Moment abgesondert. Das wird wieder besser werden. Und über den Zeitraum betrachtet von ungefähr 30, 33 Positiven haben sich dann 22 im PCR-Test bestätigt, oder 22 Schüler, die wirklich krank waren. Davon kein schwieriger Fall, muss man auch dazu sagen. Also es haben uns alle prognostiziert, wenn die Schulen beginnen, gibt es einen massiven Anstieg, ist derzeit nicht spürbar. So genau weiß man eigentlich gar nicht warum, aber bei den Schülern ist das Virus vorhanden, aber offenbar nicht so stark wie gemeint. Es impfen sich Jugendliche auch immer mehr, wir machen eine Club-Night dazu und so weiter. Also ich glaube, man kann es so zusammenfassen, impfen, 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 auch weiterhin, die Rate muss weiter hoch. Ich beneide die Staaten wie Dänemark oder Schweden, übrigens auch Italien jetzt, die eine hohe Impfrate erreichen und demnächst die Pandemie für ausgerottet oder zumindest halbwegs erledigt erklären können und die Wirtschaft Fahrt aufnimmt. Wir wachsen um 4%, Italien um 6%. Das heißt, schneller rauskommen heißt natürlich auch schneller wachsen, wieder neue Arbeitsplätze, die Schuldenproblematik von vorher, also mehr Einnahmen wieder für den Staat. Also das hat ja alles einen Kreislauf, der zusammenhängt. Ich glaube, wir müssen weiter dranbleiben. Also heute.